Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video bei mir auf dem Kanal. Heute werden wir ein ganz wichtiges Thema besprechen und zwar werde ich immer wieder gefragt, Daniel, machst du eigentlich wirklich so wenig Volumen oder ist das eigentlich nur so für die Kamera immer gezeigt? Und tatsächlich, ich mache so wenig Volumen. Wenn wir vom Volumen sprechen, dann gebe ich euch gleich auch nochmal meine persönlichen Volumina, an denen ihr euch bitte auch nicht orientiert, weil das sind meine persönlichen bzw. auf mich individualisiert. Aber ich möchte euch einfach mal einen Anreiz geben, dass nicht jeder Muskel immer so übertrieben viel Volumen braucht. So, und bevor wir ins Training gehen, wie gesagt, wird sich jetzt erstmal ein bisschen was reingeorgelt, nachdem wir jetzt das Regal nochmal aufgeräumt haben, weil alles runtergefallen ist. Wir haben hier einerseits den EvoCraft Pump Booster. Ja, warum bringe ich den EvoCraft Pump Booster auch in die Videos meistens mit rein vorm Training? Weil es meiner Meinung nach, wenn es um Performance Supplements geht, ja, hier the way to go ist, einen Pump Booster vorm Training zu installieren. Warum? Wir haben durch den Pump Booster im Training viele Vorteile. Beispielsweise haben wir jetzt hier Elektrolyte drin, ja, die beispielsweise dem Schwitzen, ja, dem Ausschwitzen von Elektrolyten entgegenwirken, mit Salz etc. Wir haben aber auch Pumpwirkstoffe mit drin, mit L-Arginin, L-Citrullin, Oxystorm und vieles weitere. Und ihr habt dadurch natürlich auch ein besseres Gespür in der Zielmuskulatur im Training, was auch das effektive Volumen erhöhen kann. Ja, und dementsprechend kann es sein, dass wenn ihr eine bessere Ansteuerung habt, ja, wenn ihr den Muskel besser durchblutet bzw. dahingehend auch füllt mit Nährstoffen, ja, dass gegebenenfalls gar nicht mehr das Volumen, was man sonst so machen muss, benötigt wird. Dementsprechend bei mir auf jeden Fall immer einen Pump Booster mit am Start, genauso eben wie Kreatin. Kreatin hingegen, ja, kann letzten Endes so wirken, dass ihr auch tendenziell einen Ticken mehr Volumen vertragen könnt, ja, was ja auch in gewissermaßen gut ist, wenn wir die Kapazität erstmal erhöhen. Ja, und da hilft auch Schlaf und gute Ernährung und so weiter und so fort, aber Kreatin auch sinnig. Und dann gibt es für die initiale Leistungsfähigkeit auf jeden Fall auch nochmal zwei Fokuskapseln on top und dann sind wir bestens ausgestattet. Der Booster mit dem Plop. Einfach geil, ja, Freunde. Wenn ihr auch den Booster Plop haben möchtet, ja, dann könnt ihr mit meinem Code KBK immer 10% bzw. die besten Rabatte auf die Produkte von Evo Sportsfuel sparen und mich natürlich damit auch supporten. Und gerne machen wir eine kleine Verlinkung in eurer Story von eurem Plop. So, und der erste Grund, warum ich denke, dass ganz viele Leute ein hohes Volumen vertragen und ich eher weniger hohes Volumen vertrage, ist, ich mache mich immer ganz, ganz spezifisch warm. Bedeutet, ja, warm machen in Bezug auf Krafttraining ist nicht unbedingt super, wenn ihr, ja, auf dem Fahrrad sitzt, erstmal 10 Minuten strampelt, dann dehnen, ja, und dann trotzdem, wenn ihr an die erste Übung geht, dahingehend den Fehler macht, ja, dass ihr direkt viel zu schnell ans Arbeitsgewicht geht. Bedeutet, ich baue mir erstmal ein richtig gutes Setup. Wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. Was meine ich mit einem guten Setup? Also von einem guten Setup spreche ich, wenn ich jetzt beispielsweise jetzt hier an diesem Rack das Ganze ausführe. Wir haben hier ja, letzten Endes einfach eine Vorrichtung, wo ich die Bank so positionieren kann, wie ich das möchte. Das bedeutet, ich kann die Bank hier individuell reinstellen. Ich könnte hier Bankdrücken ausführen, ich kann das hinten ausführen. Ja. So, in diesem Fall stellen wir die Bank jetzt einfach genau mittig hin. Ich habe eine optimale Bankhöhe, was jetzt dann dahingehend auch dienlich ist, natürlich einen besseren Druck zu erzeugen. Ich habe hier extra meine Powerlifting-Bänder hier drüber gespannt, ja, um letzten Endes einen guten Grip auf der Bank zu haben. Ich kann hier diese Teile für die Höhenverstellung individuell auf meine Höhe anpassen, ja. Und ihr seht schon, dadurch kommt man natürlich in Kombination mit einer Powerlifting-Stange, mit Shepherd-Blades und so weiter und so fort in eine Position, wo man einfach deutlich effektiver auch drücken kann, weil alles individuell auf mich angepasst ist und ich nicht einfach irgendeine Bank habe, die im Studio steht, die teilweise auch gut sein können, teilweise auch auf die Anatomie einer Person passen, aber bei mir sind die eher suboptimal. Deswegen hier schon mal ein gutes Setup für mich erzeugt. Und dann ist wichtig, wenn ihr in die Sätze reingeht, dass ihr euch an der Übung selbst gut warm macht. Ja, das ist viel wichtiger, wie dass ihr euch aufs Fahrrad setzt, ja, dass ihr Mobility macht. Das hat alles in bestimmten Phasen bzw. auf bestimmte Zielsetzungen, ja, einen guten Einfluss. Aber wenn die Zielsetzung ist, so effektiv wie möglich Krafttraining auszuführen, ja, und so spezifisch wie möglich, dann ist ein Warm-up an der Übung selbst wichtig. Und das ist der erste Grund, den ihr unbedingt beachten solltet, ein richtiges Warm-up auszuführen. Und
Eine Sache muss ich euch halt eben noch sagen. Dadurch, dass ich in der Position bin, ja, dass ich bei vielen Übungen einfach mit einer starken konzentrischen, exzentrischen und auch Phasen an den Umkehrpunkten arbeite, beispielsweise hier mit einer kontrollierten exzentrischen Phase über 3 Sekunden, also die negative kontrolliere, eine Pause am exzentrischen Umkehrpunkt mache und danach auch die Konzentrik nochmal gezielt aus der Brustmuskulatur über die Funktion auch der Brustmuskulatur versuche auszuführen, kontrolliert mit Mind Muscle Connection, häuft man natürlich auch in gewissermaßen ein bisschen mehr Volumen an. Und viele Leute werden mich jetzt auslachen, aber ich finde es relativ wichtig, selbst wenn man schon eine Drückbewegung gemacht hat, auch andere Drückbewegungen warm zu machen. Ja? Man kann jetzt hier hingehen, wie ich, ja, ohne Gewicht nochmal die Bewegung ausführen. Gebe ich euch aber ganz ehrlich auch meine Meinung, ist nicht unbedingt immer notwendig, insbesondere wenn man hier halt eben noch 3 Platten drauf macht und dann mit dem Arbeitsgewicht arbeitet. Ich probiere das aktuell ein bisschen aus, aufgrund meiner Unterarmproblematik, wie sich die Bewegung heute anfühlt. So, aber in der Regel, wenn ich jetzt beispielsweise auf 60 Kilo nochmal hoch will oder 65 Kilo, mache ich einen Satz mit 60 Kilo, mache einen zweiten mit 40 Kilo, mache vielleicht noch einen mit 55 und dann Arbeitsgewicht 60 Kilo und da halt eben dann auch ein angepasstes Warm-up wieder haben. Und das ist halt eben sehr, sehr wichtig. Das ist der Punkt, den ich eben schon genannt habe. Das Warm-up ist essentiell und das wird auch in der Einheit trotzdem immer weiter wichtig sein. Ob ihr jetzt 3 Warm-ups hier braucht oder ob ihr jetzt beispielsweise nur 2 macht, weil ihr dann schon ausreichend in der Bewegung drin seid, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber würdigt das Warm-up und geht nicht in jeder nachfolgenden Übung hin und macht direkt euer Arbeitsgewicht, denn so lasst ihr definitiv Potenzial auf der Strecke. Und was natürlich ein weiterer wichtiger Punkt ist, und das ist Punkt Nummer 3, wenn man in den Satz reingeht, wie der letzte Mensch, in dem Zuge, dass man vorher die ganze Zeit vielleicht am Handy war, dass man irgendwo ganz woanders ist, ja, dass man auch gar keine Ahnung hat, ob man jetzt wirklich in die Nähe des Muskelversagens kommt oder, ja, muss man einfach sagen, dass man dahingehend einiges auf der Strecke lässt. Und demnach ist bei mir wirklich so, vor den Sätzen geht's richtig ab. Das bedeutet, ich fokussiere mich auf den Satz, ich weiß vor dem Satz schon anhand meines Trainingsplans, den ich jetzt hier auch habe, von Alpha Progression. Also ich habe quasi hier so eine App offen, kann ich euch mal zeigen. Hier weiß ich immer direkt, ja, was ich in der letzten Einheit gemacht habe. Ja, und habe hier so eine Liste der vergangenen Tage, ja, wo ich alle meine Gewichte drin tracke. Und dementsprechend weiß ich genau, wie ich an den Satz rangehen muss und welche Wiederholungszahl ich mindestens schaffen muss, um Progression zu machen. Und darauf kann ich mich fokussieren und dann kann ich natürlich auch ordentlich Gas geben. Und das solltet ihr euch unbedingt auch merken. Trackt euer Training und geht mental vorbereitet in den Satz rein. Und ein weiterer wichtiger Punkt, ist, dass man natürlich auch das Volumen etwas reduzieren kann, wenn man die Trainingsfrequenz auch hochbringt. Warum? Weil jedes Mal, ihr müsst euch vorstellen, ihr macht beispielsweise eine Schulterpresse und ein Seitheben 2-mal pro Woche. Bedeutet, ihr habt einmal die Schulterpresse, ihr habt einmal Seitheben. Es ist ein Unterschied vom Volumen, also von dem Gewicht, mal Wiederholungen, das ihr bewegt und natürlich auch in Form der Sätze. Selbst wenn das standardisiert bleibt, habt ihr, wenn ihr 2-mal die Schulterpresse macht, ja, 2-mal 2 Sätze, sagen wir mal mit 50 Kilo, schafft ihr beim ersten Mal sicherlich so 10, 9 Wiederholungen. Und beim zweiten Mal würdet ihr dann nochmal 10 und 9 Wiederholungen schaffen. Aber wenn ihr jetzt 4 Sätze hier macht, schafft ihr vielleicht 10, 9, 7, 6. Ja? Also die Leistung in der Einheit, die sinkt ja natürlich. Dementsprechend habt ihr auch pro Einheit tendenziell mehr Gewicht bewegt und wahrscheinlich auch mehr Volumen angehäuft, wie wenn ihr mit einer niedrigeren Frequenz und demselben Volumen arbeitet. Und der Punkt Nummer 5, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, mit steigender Trainingserfahrung, ja, ist es aus meines Erachtens nach so, dass weniger Volumen toleriert wird aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, ihr bewegt mehr Trainingsgewicht. Ja? Es ist ein ganz leichter Punkt, aber tatsächlich ein signifikanter Punkt. Denn wenn ich mich so zurückerinnere, als ich 2017 meine Wettkampfvorbereitung gemacht habe, auch vielleicht noch nach der Vorbereitung, war ich bei vielen, vielen Übungen, die auch systemisch anfordernd sind, deutlich schwächer. Beispielsweise habe ich damals noch mit ADLs 120, 140 Kilo gespielt, wohingegen ich jetzt halt eben bei 170 bis 190 Kilo bin, mit einerseits einer besseren Technik, mehr Bewegungskontrolle, mehr Fokus, mehr Gespür in der Zielmuskulatur und viele weitere Punkte, die ich auch zuvor schon genannt habe. Und dementsprechend, wenn ihr euch das Ganze mal hochrechnet, ja, ihr bewegt letztlich statt, ja, 4 Sätze damals mit 140 Kilo oder 130 Kilo, jetzt halt eben 2 Sätze mit 180 Kilo, 190 Kilo, ja, mit diesen ganzen Punkten, die ich gerade genannt habe, ja, mehr Kontrolle, längere Zeit in der Bewegung auch teilweise und so weiter und so fort, habt ihr eben auch für den Zielmuskel mehr Volumen akkumuliert. Und damals war es halt eben auch so, ja, man hat halt eben die 4 Sätze gemacht, da habe ich auch 3 bis 4 Minuten Pause vielleicht zwischen einem Satz gebraucht und so weiter und so fort. Und jetzt mittlerweile, wenn ich einen Satz reingehe,
heben, 7 Minuten Pause halt. Unten drunter ist halt nichts, ne? Ja, und Freunde, das ist auch der Grund, warum ich jetzt so wenig Volumen brauche. Beispielsweise haben wir hier in der Einheit, und ich trainiere nur 2x die Woche Brust und Schultern, nur 5 Sätze tatsächlich für die Brust gemacht und 5 Sätze für die Schultern gemacht, ja? Und das war so quasi ein Bruchteil meines Volumens. In einer anderen Einheit habe ich dann beispielsweise für die Brust nochmal 5 Sätze und für die Schulter auch dahingehend nochmal 5 Sätze mit drin. Das bedeutet, ich habe auf 7 Tage die Woche sowohl für die Brust 10 Sätze als auch für die Schultern insgesamt 10 Sätze. Und das war's. Und an der Stelle würde mich natürlich auch sehr interessieren, wie viel Volumen absolviert ihr persönlich für alle Muskelgruppen. Schreibt es mir gerne unten mal in die Kommentare, ob ihr mehr oder sogar vielleicht auch weniger Volumen als ich pro Woche absolviert, würde mich wie gesagt interessieren. Und ansonsten hoffe ich, die Tipps haben euch gefallen und ihr könnt euer Training damit auf ein ganz neues Level anheben. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, ja, und die Glocke für die Benachrichtigung zu aktivieren und natürlich mich auch einerseits zu unterstützen, wenn ihr im Intelligent Strength Shop kauft für dieses wunderbare Outfit, das ich heute anhabe, ja, und natürlich auch über alle anderen Codes für mich von mir einen kleinen Supporter lasst. Ja, in diesem Sinne, meine Freunde, wir sehen uns. Ciao, ciao.